Und außerdem sind wir seit 9,5 Jahren zusammen. So schlimm kann es ja gar nicht sein. Also Leute, seit 9,5 Jahren gehe ich alleine einkaufen. Jo Leute, was geht? Ich bin wieder zu Hause nach meinem kleinen Trip. War länger unterwegs als eigentlich gedacht. Und ja, jetzt geht es darum, ein paar organisatorische Sachen zu klären, weil ich ja im Moment eigentlich kaum zu Hause bin und es auch jetzt bald direkt wieder weitergeht, beziehungsweise in 2 Tagen. Und nächste Woche zum Klemmride Festival nach Saalbach. Und was steht an? Es geht jetzt. Erstmal muss hier der ganze Wust aus dem Auto. Da habe ich schon einen Teil rausgeräumt, aber da ist noch mehr. Wohnwagen steht auch schon wieder, muss ich auch noch ausräumen. Und dann geht es jetzt in den Baumarkt, denn für nächste Woche Klemmride möchte ich die neuen Scrape Gear Sachen. Die kamen nämlich jetzt endlich für alle die Leute, die vorbestellt haben. Wird es übrigens auch noch eine Verlosung geben, aber das in einem anderen Video. Auf jeden Fall brauche ich aus dem Baumarkt noch was für den Stand, um da die Shirts besser hinhängen zu können. Und ja, da nehme ich euch gleich mit. Und die Liz wird auch dabei sein. Auf jeden Fall zeige ich euch mal ein paar Sachen, die hier ankamen während meiner Abwesenheit. Und zwar sind das ein Teil der Shirts, der neuen Scrape Gear Sachen. Das hier kennt ihr ja bereits, zumindest aus anderen Videos, da hatte ich ja immer die Fotosamples an. Auf jeden Fall stehen hier ein paar Kartons, der Rest steht schon im Lager. Und falls ihr Bock auf die neuen Sachen habt von Scrape Gear, dann schaut mal in den Link in der Videobeschreibung. Hier bei der neuen Kollektion geht es aber nicht mehr darum, dass ich einfach Massenware Blanko-Shirts bestellt habe und die habe bedrucken lassen in meinem Design, sondern hier das ist komplett eigener Schnitt und ein Stoff. Ihr seht, das ist schön stretchy, genauso ja, wie ich das eben haben wollte. Und dann natürlich mit den eigenen Designs, viele neue Designs dazugekommen. Und ja, Scrape Gear war immer meine Motivation, als ich das 2015 gegründet habe, wirklich nur das zu machen, was ich selbst tragen möchte und worauf ich Bock habe. Also ich gehe da nicht nach irgendwelchen aktuellen Farbtrends oder hau mich tot, sondern ich möchte einfach Klamotten haben, zu denen ich 100% stehe. Und das ist jetzt eben die neue Kollektion. Und ja, ihr könnt ja mal euch die Sachen anschauen. Wie gesagt, Link in der Videobeschreibung und sagen, was ihr davon haltet. Aber wie gesagt, ich bin damit super happy und da wird mich auch keine Negativmeinung von abhalten. Aber ich bin natürlich trotzdem dankbar für euer Feedback und ja, würde mich einfach mal interessieren. Ich bin auf jeden Fall happy. So, jetzt, hier seht ihr auch schon wieder, ich bin fleißig Video am Schneiden für euch. Ja. Jetzt geht's mal weiter ins Auto ausräumen und dann in den Baumarkt. Kennt ihr das, wenn man auf dem Trip zu wenig Unterhosen und Socken mitgenommen hat? Ja, das war bei mir auch leider jetzt der Fall, weil der Trip länger dauerte als gedacht. Und naja, jetzt habe ich wieder frische Sachen zu Hause. Ihr merkt vielleicht, ich bin ein bisschen gestresst und rede ein bisschen schnell und versuche möglichst viele Informationen in ein paar Sätze zu packen. Aber wie gesagt, da ich im Moment eigentlich überhaupt nicht zu Hause bin und immer nur unterwegs bin und das auch noch so weitergeht in nächster Zeit, hätte ich es fast vergessen. Vielen Dank für 40.000 Abonnenten. Keine Ahnung, wie das passiert ist und dass ich so viele Leute für laute Motorräder, so viele Leute für meine Videos interessieren, hätte ich niemals gedacht. Und ja, umso mehr freut mich, dass da jetzt einfach 40.000 Leute meinen Kanal abonniert haben und ich nach wie vor, obwohl es mega viel Arbeit ist mit so einem YouTube-Kanal, das sieht ja immer alles nur nach Spaß aus und ja, viel Fahrradfahren und so weiter, aber ich verbringe so viel Zeit vom Rechner mit Schneiden bis tief in die Nacht und so weiter. Aber mir macht es nach wie vor mega, mega viel Spaß. Aber hier steht auch schon die Lisa, denn die wird jetzt mit in den Baumarkt fahren. Komm doch mal hier hin, Lisa. Hi. Die habe ich nämlich auch schon ewig nicht mehr gesehen, die Liz. Weil ich immer nur on the road bin.
Und Lisa freut sich so sehr, dass sie heute Partyschuhe anhat. Die sind neu. Die hat sie sich bestellt, als ich nicht da war. Oh, da sind die kleinen Hundis. Hallo Hundis. So, da ich ja dauernd meine Freundin alleine lasse. Der schlechteste Mensch der Welt bin. Der schlechteste Mensch der Welt bin. Hat sich so ein bisschen Pfand bei uns im Keller angesammelt. So ein bisschen. Und den bringe ich jetzt auch gleich mal mit Liz weg. Ja, ignoriert mal bitte hier so das Chaos. Aber das hier ist alles Pfand. Das hier, all die Säcke, ja? Und das hier auch. Und hier steht mein uraltes Canyon aus dem Jahr 2000. Damit bin ich mal Cross Country Rennen gefahren. Ich glaube aber, das ist Pfand von diesem hier, oder? Ja. Ja, das wird ja wohl Pfand von diesem Jahr sein. Ich weiß nicht. Wir sind voll die Messis, guck mal. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr denkt, dass wir Messis sind, wenn wir so viel Pfand sammeln. Und das ist wirklich nur aus dem Haushalt. Hallo, das ist, kein Event oder so. Vorsorge. Ja. Ich bin gespannt. Schreibt mal in die Kommentare jetzt, ohne zu fuschen, was ihr denkt, wie viel das hier an Pfand ist, was hier liegt. Ich bin sehr gespannt. Sag du mal was. Was schätzt du? 60. Ich tippe auf 52. Ja, das wird vorschlagen, du machst das super und ich filme einfach. Ach, Fabio, ich habe das hier schon alles sortiert. Vor allem, wir können mal schätzen, wie viel Zeit wir gleich am Pfandautomaten verbringen. Boah, eigentlich wollte ich heute noch Fahrrad fahren, aber ich glaube, das wird heute, gibt heute keinen. Davon können wir uns wahrscheinlich zwei neue Vans kaufen, also Vans-Schuhe kaufen. Kriege ich auch neue Vans, weil hier die, auf jeden Fall. Hier die Vans, die ich hier anhab, ne? Seht ihr das? Die sind von 2015 aus Whistler. Aber ich finde, dafür haben die... Wir kaufen die auch wieder in Whistler. Dafür haben die auf jeden Fall eine gute Sohle noch, finde ich. Schreibt mal, wie lange ihr so Schuhe tragt und wie lange die bei euch halten. So, kannst du jetzt hier losgehen oder willst du jetzt noch 1000 Stunden weiter labern hier? Ja, ich tue das da rein. Ja. Ich stehe hier und... Ja, hol doch mal einen Sack. Du Sack. Pass mal, acht, ich hole direkt hier auf einmal. Nee, das habe ich nicht. Ach, ist das Auto leer. Ja. Wird es Lisa Ried schaffen? Ach, nimm doch mal. Ja, ich wollte filmen. Hallo. Bin ich das Allerletzte in deinen Augen? Das Allerallerletzte. Das passt niemals. Deine Mutter passt da niemals rein. Was? Fabio, ich finde das voll toll, dass wir mal was richtig Schönes miteinander unternehmen. Was unternehmen wir denn Tolles? Also Pfand wegbringen. Ja, so bin ich. Biete dir immer was. Abendprogramm der Extraklasse. Vielen Dank. Das hält mich heute vom Radfahren ab heute Abend. Eigentlich hatte ich die Hoffnung, heute noch bei mir im Garten zu fahren. Und was mache ich jetzt? Pfand wegbringen? Dann hast du mir noch verkauft, dass wir dann noch normal in den Supermarkt fahren. Ja, du willst ja bestimmt essen, oder? Snacken! Ja, aber Snacken. Ich will auch Radfahren und eigentlich dachte ich, wir fahren nur in den Baumarkt. Ja, verarscht, wie immer. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch so eine schlechte Freundin habt, die sowas immer mit euch macht. Was wir euch noch erzählen wollten, nächste Woche Donnerstag, ich glaube offiziell Freitag, sind wir beim Klemmride in Saalbach hinter Klemm. Schrei doch nicht so. Sorry, es ist irgendwie so laut hier, ich weiß auch nicht warum. Ja, du. Auf jeden Fall, wir sind mit Stand, mit dem Gravity-Stand vor Ort. Natürlich haben wir auch die ganzen Scrape-Gear-Sachen dabei. Also schaut bei uns vorbei. Fabio ist auch da, vielleicht mal so ab und zu zum Snacken oder so. Also ich werde in erster Linie beim Klemmride Fahrrad fahren, weil Liz macht das immer super mit dem Stand. Lass die halt arbeiten. Ja, nee, aber wir werden uns... Vielleicht ist ja der eine oder andere, der auch beim Rock the Hill Festival da war, auch beim Glamride. Dann sehen wir uns da wieder und ja, fahren wir da einfach im Bikepark Fahrrad. Und ja, habe ich Bock drauf. Und da gibt es ja einige Strecken. Und ja, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr da auch seid beim Glamride. So, wir sind jetzt hier am Pfandautomat angekommen, beim Supermarkt. Die Frage ist nur, wie machen wir das jetzt? Weil die, so Markt, ein Sack füllt ja einen Einkaufswagen. In den Markt reinfahren. Nee, sag mal. Ja, zwei Einkaufswagen, Wagen holen. Ja, aber die passen ja auch nicht da rein. Dann holen wir halt drei. Warum kann ich nicht einfach Fahrrad fahren jetzt, Lisa? Ich weiß nicht. Also hoch wäre ich überhaupt nicht auf die Idee gekommen. Ich hätte nie so reingelegt. Das ist ja
passt alles nicht, da ist noch viel mehr. Und hier sieht es so aus. Alter, ey. Das muss man auch noch tragen. Ja, ich warte mal, ich kann noch hier einen. Ich weiß nicht wie, aber jetzt haben wir doch alles reinbekommen. So, was zählst du? Cash. Nein, wie viel? Ach so. 50, 70, 90, 95. Und gemengt. Ja, und noch ein Kasten Wasser. Also knapp über, ja, ich schätze so 105 oder so. Läuft bei uns. So, jetzt geht's. Snacken! Ich gebe das im Baumarkt aus. Ja. Ach, Fabio. Was denn? Okay, dann gibt's halt keine Snacks mehr. So, die Liz hat mich ja hier auf die Baumarkt-Tour damit gelockt, dass wir jetzt hier was für den Scrapegear-Stand kaufen, ne? Um da die T-Shirts aufzuhängen. Jetzt erfahre ich gerade, dass sie überhaupt gar nicht so weiß, ob es das hier gibt. Ja, und hallo? Als hättest du immer den Plan. Ja, aber nachher war ich, das Ende vom Lied wird sein, ich finde hier im Baumarkt nichts, war Pfand wegbringen und im Supermarkt. Ja. Und nicht Fahrradfahren. Ja, hast du Geld und Essen. Ja. So, was willst du jetzt hier genau holen? Das hat noch kein Mensch gerafft. So ein Gitter. Ein Gitter. Damit man so da die T-Shirts dranhängen kann. Also so ein Gitter wie da hinten, wo so Sachen einsortiert sind. Genau, aber in groß, damit wir das in eine Pavillonwand machen können. Hm. Ja, das ist so. Ach, hier gibt es übrigens Schaumstoff für den Wohnwagen, damit der nicht mehr so stinkt. Hier gibt es Schaumstoff. Ja, können wir gleich mal gucken. Aber dafür müssten wir wissen, wie groß die jetzigen Polster sind. Das weiß ich nicht. Gitter. Boah. Alter. Aus dem Bild. Ja, sowas meine ich. Aber eigentlich wollte ich das einen schön haben. Ja, schöner gibt's nicht. Das ist ein Gitter. 3,85. Guck mal, da kannst du noch Snacks kaufen. 2 Meter hoch und eins Dings. Ja, so eine Meter Seite breit. Ist 3 Meter, mhm. Gell? Noch nur 2. Aber das ist schön leicht, das kann man auch schön am festmachen. Da, gell? Ja, das verbiegt schön schnell. Und ja, dann denk dir doch was anderes aus, Fabian. Scheiß Scrape Gear. Scrape Gear ist besser als du. Ich bin immer nur die Blöde, die Druckdateien anlegt. Gell? Ja. Eine Wand wird dann Scrape Gear Wand. Ich wollte gucken, wie du reagierst, deshalb habe ich nicht geholfen. Eine Wand wird dann Scrape-Gear-Wand. Ja, aber ich will ja nicht eine Seitenwand, das ist ja die Rückwand auch. Also, der guckt sich ja eine Seitenwand an. Ja, das geht nicht, da ist unser Logo groß drauf. Das Logo ist mir egal. So, wir haben uns jetzt für die Gitter entschieden und da kommt dann oben so eine Holzbohle dran, wo dann das Scrape-Logo draufgesprüht wird. Farben. Ich finde, du brauchst eine neue Farb. Wahl. Für was brauchen wir das? Ich will das einfach denn? Nur schwarz. Für schwarz. Holz. Premium-Lackspray. Ja. Acryl. Oder einfach irgendeins. Seidenglanz. So schwarz. Ja. Auto? Nee. Ja, das hätte auf Holz. Das kostet genauso viel und matt? Ja, matt-schwarz. Auch für alles? Ja, Holz. Ja. Läuft. Läuft bei uns. Guck mal, Liz. Wenigstens ist das Wetter jetzt schön. Ist das Wetter? Oh. Ist schön, oder? Super. Klasse, Regen. Ich mache meine Frisur. So, jetzt. Snacken. Snacks kaufen, da lasse ich euch aber jetzt hier, weil ich bin mittlerweile so snackgierig, dass ich keinen Bock mehr habe, die Kamera zu halten. Und Lisa Ried ist sowieso gegen euch und hält die Kamera eh nicht. Und ja, wir sehen uns gleich wieder mit vollem Einkaufswagen. Das Wichtigste am Einkauf ist, dass man sich was für die Fahrt danach kauft. Was kauft ihr euch immer, um den Weg nach Hause zu schaffen? Nein, ist das echt noch wenig, das ist jetzt nur was zu trinken. Du hast das Essen vergessen. Ja, da
Hatte ich heute keinen Bock mehr drauf. Wie ist so das Einkaufen mit Fahrgeschäften? Nervig, du läufst einfach geistesabwesend darum. Ja, ich stelle immer auf Standby-Modus. Und dann, ja, aber wenn zu Hause was nicht da ist, was essentiell ist, dann, das ist dann aber auch scheiße. Das ist auch falsch. Also eigentlich kann man es noch falsch machen. Dazu sei gesagt, er geht einmal im Monat mit mir einkaufen. Sonst schaffe ich das Essen. Ja, sonst bin ich auch Radfahren. Ja. Und außerdem sind wir seit 9,5 Jahren zusammen. So schlimm kann es ja gar nicht sein mit mir. Also Leute, seit 9,5 Jahren gehe ich alleine einkaufen. Ach, mein Arm wird schwer. Ich finde meine Snacks nicht. Schmeckt's denn? Mhm. Okay. Also, wir haben jetzt Snacks. Ich guck dauernd in den doofen Bildschirm da oben. Wir haben jetzt Snacks, das Gitter und ja. Und jetzt endlich frei. Genau. Was Liz gar nicht mag, ist, dass ich mich immer hier an den halbfertigen Sachen bediene. Ja, was soll das denn noch? Wenn du wenigstens was tun würdest, aber du frisst ja einfach nur. Ich snacke Liz. Nein, guck mal, zum Beispiel, das kann ich auch tun. Guck, das sind die schönsten Würfel, die ihr je gesehen habt bei Toastbrot. Die sind einfach nur platt gedrückt. Da ist nichts platt gedrückt. Guck mal, das sind... Ja, weil das... Guck mal, das war mal Toast. Ja, weil das knetschig ist. Das ist platt. Jetzt gib dem das. Nein, der freut sich. Guck mal, die Freude ist riesengroß. Ja, jetzt gib dem das. Oh... Cocktail, Tomate, süßer Hund. So, außerdem habe ich euch noch gar nicht gezeigt, dass die neue Gravity-Ausgabe draußen ist. Die gibt es ab sofort in Deutschland, Luxemburg, Österreich und Schweiz am Kiosk. Kam letzte Woche Donnerstag raus oder als App oder bei uns im Onlineshop. Da sind Themen, zum Beispiel Marrakesch. An dieser Stelle Grüße an Lukas Schäfer, den man da auf dem Cover sieht, und den Fotografen Yannick Hammels. Die zwei waren da unterwegs in Marrakesch. Dazu findet ihr hier eine Story drin. Dann ist hier ein Interview und Großes mit dem Johann Schumacher drin. Den habt ihr bereits ein Video gesehen, wie ich mit ihm zusammen in Mähring gefahren bin. Und hier kommt auch sein Vater zu Wort. Dann der Joe Barnes von Canyon, ein Interview, hier ist diese angesprochene Marrakesch-Story. Und ja, natürlich gibt es hier auch wieder Downhill-Bike-Tests und auch weitere Bike-Tests vom Canyon, Stitched im Dirtbike. Das war hier irgendwo. Na, irgendwo war es, hier aber nicht. Auf jeden Fall ist es in dieser Ausgabe, da ist es doch. Genau, Dirtbike-Test. Dann ein großes Interview mit dem Nico Fink. Da könnt ihr auch ein Video mit ihm gucken. Mit ihm war ich mal einen Tag auf den Trails unterwegs. Und ansonsten wurden Kids-Bikes getestet. Hier so richtige Mountainbikes, nur eben für Kids. Und dazu auch Klamotten. Und Schuhtest haben wir hier drin. Hier Seite zum Franz. Knieprotektoren haben wir hier drin. Was denn? Und zwar, ich weiß nicht mehr, wo es ist. Hier Sportfolter. Leserumfrage. Ja, die waren wir eben schon. Die Leserumfrage, stimmt hier, die Leserumfrage, die kann man, daran kann man noch teilnehmen auf der Website hier. Ja, hier noch ein Hinweis zur Gravity Leserumfrage, da findet ihr auch den Link hier in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr über eure Lieblingsmarken abstimmen und da gibt es was von Scrape Gear natürlich zu gewinnen unter allen Teilnehmern. Könnt ihr ganz bequem über unsere Website machen, wie gesagt, Link in der Videobeschreibung. Und ansonsten gibt es hier natürlich auch noch ganz viele weitere Themen und Stories. Und ja, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr die Ausgabe schon habt oder ob ihr sie euch holt. So, hier zu den Snacks gibt's was? Fear the Walking Dead. Ja.
Guckt ihr auch irgendwie eine Serie gerne? Eine Zombie-Serie? Das fände ich gut. Das spielt hier rein. Zombies sind nämlich saugemütlich. Da möchte man immer bei Kakao trinken und so. So, ich bin im Wochenendmodus in der Jogginghose und habe dafür aber von Liz bereits die Schablonen bekommen. Und jetzt kommen hier die beiden Spraydosen zum Einsatz. Und jetzt mache ich das Schild fertig für den Scrapegear-Stand und hoffe, dass das so wird, wie ich es mir vorstelle. Ich bin gerade beim Überlegen, ob ich hier das ganze Brett weiß machen soll oder so in Naturfarben lassen soll. Ich glaube, ich mache einfach jetzt hier grundiert weiß und dann schwarz drüber, weil ich eigentlich diese Holzoptik mag. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr gemacht hättet. So, jetzt kommt das Schwarz wieder. Ich hoffe, das wird einigermaßen was. Spannung. Yay! Ja, ist nicht das Schönste, aber läuft, finde ich. Yay! So, jetzt kommt in die Mitte noch der Scrape Gear Skull. Die Schablone ist ein bisschen schwieriger, weil das sind einzelne Teile, die sind ja nicht verbunden und liegen da jetzt einfach nur so. Aber wir werden es probieren. Klasse! So, jetzt habe ich die Dinger festgeklebt. Jetzt hoffe ich mal, dass sie halten. Ja. Läuft. So, das war's mit diesem Vlog. Diesmal kein Fahrradfahren, aber ja, sowas gehört eben auch dazu. Und ich hoffe, ihr hattet dennoch Spaß. Und ja, sehen wir uns beim Klemmride Festival vom 6. bis 9. in Saarbach-Hinterklemm. Dann schreibt es in die Kommentare oder kommt einfach bei uns am Gravity- bzw. Scrapegear-Stand vorbei. Und vielleicht sehen wir uns dann ja auch noch im Bikepark in Saalbach und drehen da eine Runde. Also, haut rein, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, tschö, tschö.